Du hast ja für Newsletter-Subscriber einen Sommertrainingsplan veröffentlicht. Ist es nicht sinnvoll, so ein Training ganzjährig durchzuführen, zum Beispiel mit engagierten Jugendlichen nach dem Jugendtraining, wenn die Felder zum Beispiel durch Erwachsene belegt sind oder selber morgens vor auf dem Weg zur Arbeit? Zum letzten Teil habe ich gerade schon was gesagt. Gerade dieser Punkt mit engagierten Jugendlichen nach dem Jugendtraining oder vor dem Jugendtraining, wenn die Felder belegt sind, kann man auf jeden Fall auch was machen. Und so kann man auch, wenn man wenig Hallenzeit hat. So habe ich mal in Elmshorn gearbeitet. Da hatten wir, glaube ich, nur 90 Minuten Training und dann haben wir das letztendlich ausgedehnt und haben uns 45 Minuten vor dem eigentlichen Training getroffen. Wir hatten einen relativ breiten Gang zur Verfügung und da konnten wir funktionelles Warm-up mit Kräftigungsübungen und so weiter und dann haben wir das, was an Schnelligkeitstraining ging, haben wir da halt vorgelagert. Das heißt, da konnten wir letztendlich dann einen Teil da rein verlagern und haben letztendlich dann auch mehr Zeit für Betten spezifisch dann wirklich in der Halle gehabt. Genauso kann man natürlich auch, wenn man drei, vier, ja, selbst wenn es nur drei, vier Motivierte sind, dann schnappt man sich die und geht nach dem Hallentraining für mich mit denen laufen. Ja, hat man als Trainer auch noch den Vorteil, auch was für sich selber halt zu tun. Ja, das würde ich generell jedem Trainer immer empfehlen, versuchen im Sommertraining möglichst viele Sachen, was noch geht oder was gut geht, wo man auch ein gutes Vorbild sein kann, das halt auch mitzumachen für die eigene Fitness.